Hallo zu meinem Kurztipp heute. Ich werde immer wieder gefragt, wie können wir unter Linux eine Speicherkarte formatieren oder einen USB-Stick? Für Linux-Fortgeschrittene ist das natürlich eine lächerliche Frage, aber gerade für Frischlinge ist das natürlich eine Herausforderung. Und deswegen möchte ich hier das zeigen, wie einfach das geht. Dazu habe ich einfach mal hier eine SD-Karte in meinen Rechner eingestöpselt mit 2 GB. Um diese jetzt hier zu formatieren, öffne ich in mein Dashboard das Programm gparted. Also einfach hier oben gparted eingeben. Falls ihr dieses Programm nicht auf eurem Rechner installiert haben solltet, was ich mir nicht vorstellen kann, aber es kann ja durchaus sein, geht bitte in den Ubuntu Software Center und sobald ihr hier gparted eintippt, wird dieses hier schon angezeigt. Ich habe es schon installiert, deswegen steht bei mir hier Entfernen. Bei euch müsste dann Installieren stehen. So, nachdem ihr es installiert habt, geht ihr nochmal auf Dash Startseite und startet gparted. Natürlich will gparted von euch eine Authentifizierung, damit es auch sicher geht, dass ihr das machen dürft. Ich gebe hier mein Admin-Passwort ein. Er sucht jetzt hier im Hintergrund natürlich die Laufwerke, wechselt hier im rechten Bereich auf meine 2 GB Karte und sobald diese hier angezeigt wird, klicke ich mit der rechten Maustaste und ich kann nochmal die Laufwerke aktualisieren. Da scheint was nicht richtig geklappt zu haben, aber jetzt dürfte es dann passen. Und jetzt klicke ich hier mit der rechten Maustaste drauf und sage Formatieren als. Hier kann ich mir die verschiedenen Formate aussuchen, nehme das FAT16 wieder und wende dieses an. Es geht ein paar Sekunden, danach ist meine Speicherkarte formatiert. Und jetzt kann ich dieses Programm beenden, gehe zu meinem persönlichen Ordner, wähle mir Speicherkarte aus und jetzt könnte ich hier beliebig eben Daten hineinziehen oder reinkopieren und so einfach geht das. Das gleiche Prinzip funktioniert dann auch mit Festplatten und anderen externen Festplatten oder Geräten. Den einen oder anderen wird es, ich hoffe, was gebracht haben. Bis zum nächsten Video.